Einen wunderschönen guten Morgen von Mallorca. Und ich bin heute einmal zu den News nach draußen gegangen. Man sieht, es ist nicht das allerbeste Wetter. Dunkle Wolken hinter mir. Und ich dachte mir, wenn ich schon mal einen Vormittag Zeit habe, nach draußen zu gehen, dass ich dann einmal an einen richtig schönen Platz gehe. Ja, und Kameramann einmal hoch. Und ich bin, wie man hier sieht, in der Sitzgruppe der Weißen Bank in Pagera, Ortsteil La Romana. Und ja, von hier einmal die News. Ein wunderschöner Platz. Da lassen wir uns auch von den Wolken da hinten nicht abschrecken. Wir können mal rumschenken. Hier ein wunderschönes Gelände. Jetzt sieht man noch ein bisschen was von der weißen Bank hinter mir. Und von dem Tisch. Alles ein bisschen voll gekritzelt. Sieht nicht so schön aus. So ein Beutel mit Hundekot liegt da. Das ist also nicht sehr nett. Bisschen respektlos. Ja, ich möchte eigentlich mal, aber das hat man übrigens ganz dramatisch oft hier auf Mallorca, dass einfach so mitten auf die Straße da die Sachen getan werden und da liegen gelassen werden. Hier im Beutel sogar noch richtig heftig. Heute Morgen bin ich aus der Tür gegangen und dann auf der Straße lag wirklich mitten auf dem Weg was. Und dann kam glücklicherweise ein Auto von der Gemeinde Calvia und war da am Bürsten. Ja, zum Glück. Ja. Aber so viel zu dem Thema, das sollte eigentlich gar nicht mein Thema sein. Mein Thema ist eigentlich, sind ganz, ganz andere. Also das Wetter ist ja direkt wieder besser. Letzte Woche war es ja so, dass wir ja sogar quasi Unwetter hatten auf Mallorca und dass das alles noch nicht ganz so toll war mit Hagel und so weiter. Aber es hat da mehr den Norden getroffen und Nordosten getroffen, so wie Cala Ratllada und so weiter. Da soll es teilweise sogar weiß gewesen sein. Ich war natürlich auch nicht da, aber man konnte einige Bilder sehen. Und hier, ja, hier war der Wind mehr ablandig und von daher war es auch nicht schön. Es war ja nicht dramatisch, aber es war schon ziemlich heftig. Ups, jetzt kommt ein bisschen Wind auf. Und ja, das ist kein so gutes Urlaubswetter mehr auf Mallorca. Man sprach ja davon, man möchte die Zeiten gern verlängern, die Urlaubszeiten. Man möchte sie länger laufen lassen und man möchte auch früher anfangen. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Nur es ist ja auch so, dass das Wetter auch mitspielen muss. Und sobald das Wetter gut ist, sind die Leute eigentlich auch da auf Mallorca. Das muss man natürlich sagen. Sie sind, ja, dann weg, wenn es einfach nicht so schön ist. Und im Moment sind die Restaurants zu, die Schirme und die Liegen von den Stränden sind eingepackt und oder stehen zur Abholung bereit. Da kann man sich noch so sehr wünschen, die Saison zu verlängern. Die meisten Hotels haben geschlossen, viele Restaurants haben geschlossen. Es ist also ziemlich ruhig. Wer die Ruhe mag, der sollte jetzt mal nach Mallorca kommen. Also das ist doch eher ein frommer Wunsch und so ein Hoffnungsschimmer, der da bleibt für die Leute, die dort vom Tourismus leben. Und das ist ja, wie wir ja wissen, die überwiegende Anzahl der Leute, die das tun. Hier auf Mallorca ohne Tourismus läuft hier eben nichts und ja, und da trägt gutes Wetter natürlich dazu bei. Also heute ein Sonne-Wolken-Mix soll es werden, aber die Wolken haben die Überhand. Es könnte mal regnen, circa 17 Grad in der Spitze, 17, 18 Grad. Gestern hatten wir 20 Grad, knapp 20 Grad, das war wirklich schön. Es war Sonne-Wolken-Mix, so 50-50, sehr schönes Wetter. Hätte ich auch gern das Video gedreht, aber die letzte Woche war es nicht so toll. Oder schon quasi 10 Tage oder so. War nicht so viel Zeit, Videos zu machen. Das soll jetzt ein bisschen besser werden. Ich gucke hier mal so rüber. Das Meer ist ruhig. Das Wasser ist klar. Das ist einfach schön.
Und so kann man es echt aushalten. Ne? Natürlich, wie man hier sieht, Sweatshirt-Wetter. Also kein T-Shirt-Wetter, nur für die Harten. Es ist Sweatshirt-Wetter. Mal sehen aber, wie es wird heute. Wenn die Sonne rauskommt, es ist ja viel, viel besser. Ja, was den Leuten, die hier vom Tourismus leben, Sorgen macht, ist der hohe Inzidenzwert. Nicht nur in Deutschland, sondern auch Österreich und in vielen anderen Ländern sind die Inzidenzwerte sehr, sehr hoch. Was ein Vorteil wahrscheinlich ist, ist, dass man, was gerne gesehen wird, ist, dass man Druck macht mit 2G-Regelungen. Also wer nicht geimpft ist, hat eigentlich ja schlechte Karten zurzeit. Da wird man mal sehen, es gibt ja verschiedene Ansätze, 2G, 2G plus, 3G. 2G plus ist, soweit ich es zusammenbringen kann, die Impfung oder der Test also der PCR-Test, der teuer ist, was wir Mallorca-Reisenden ja noch immer wissen. Von den Flügen ohne dem ging ja gar nichts und das war schon sehr, sehr teuer. Da hat so ein Test schon mal mit allem drum und dran 80 oder auch mal über 80 Euro gekostet. Das ist natürlich viel, viel Geld. Da waren diese einfachen Schnelltests natürlich ein bisschen bezahlbarer. Ja, und die Inzidenz in Deutschland liegt wohl bei über 200. Besorgniserregend wird immer berichtet, wie besorgniserregend das ist. Vermag ich nicht zu sagen. Wer weiß ja schon, selbst die Virologen sind sich ja nicht einig, wie sie das Ganze beurteilen. Und hier auf Mallorca sind wir bei 25% von dem. Also wir liegen hier so um die 45 zuletzt. Also zwischen 40 und 50. Ja, es geht. Aber wie gesagt, das zu beurteilen, wie die Zahlen genau entstehen, ist immer die Frage. Ein Unterschied von Deutschland nach Mallorca. Oh, die Sonne kommt durch. Herrlich. Die Sonne hinter mir. Ein Unterschied von Deutschland zu Mallorca ist auch, in Deutschland sind durchgeimpft ca. 67%. Der Leute und also über 12 Jahre und auf den Balearen sind schon 82%, also doch ein bisschen mehr. Und der ein oder andere Virologe sagt, dass, also das sind ja nun Fachleute, davon muss man ja ausgehen, dass man diese 80% dringend erreichen sollte, weil dann sieht es so ein bisschen besser aus und dann können diese Viren auch den Geimpften nachher nicht mehr so viel anhaben. Aber was da noch alles auf uns zukommt und wie die Auswirkungen auch auf diese wunderschöne Insel sein werden, das vermag ich natürlich nicht zu sagen. Das ist schwer. Da müssen wir mal abwarten, was da sich tut. Aber noch so ein Jahr und es hörte sich gut an. Es waren viele Flüge nach Mallorca. Es waren auch sicherlich viele zufrieden mit dem Tourismus dieses Jahr, aber ganz, ganz viele eben auch nicht. Das hört man immer wieder. Wie das zu beurteilen, das ist ja schwer zu sagen. Also es sind so viele Menschen wie vorher hier, wie 2019. Und es ist aber nicht der Umsatz da und es ist nicht so die Zufriedenheit da bei vielen, wie gesagt, Gewerbetreibenden. Aber das müssen wir einfach ein bisschen beobachten und ja, vielleicht muss jeder auf sich selbst schauen, dass er auch sagt, okay, wenn ich schon hier bin und ich habe all inclusive gebucht, dann unterstütze ich auch mal ein wenig die Gastronomie trotzdem, weil schick essen gehen, boah, hier durchaus möglich, ein paar Gera, Santa Ponsa, Costa della Calma, hier gibt es schon einiges und auch drumherum ist das gar nicht so schlecht. Ja, ich weiß gar nicht, wie das Wetter heute in Deutschland ist. Gar nichts mitbekommen. Es ist ja in Deutschland auch sehr wechselhaft. Und von daher könnt ihr mal kurz berichten. Aber ich kann auch mal natürlich in meine Wetter-App schauen. Ja, letzte Woche, wie gesagt, war es sehr aufgewühlt. Die See, das Meer, nicht so schön ruhig, wie ihr das da jetzt hinter mir seht. Traumhaft jetzt heute. Es war nicht windstill, aber es ist sehr, sehr gut auszuhalten. Und wenn die Sonne wie jetzt so ein bisschen durchguckt durch die Wolken, sehr, sehr angenehm. Ja, am 11.11.
gegen 8 Uhr gibt es in der Kathedrale wieder dieses, da scheint die Sonne durch ein Fenster hindurch und dann entsteht da an der Gegenwand, ich kann das auch nicht so richtig wiedergeben, eine Acht, so ein so Schatten- und Lichterspiel. Und das gibt es wohl nur, ups, das Licht ist weg, das gibt es wohl nur zweimal im Jahr. Einmal eben im November und einmal, soweit ich weiß, im Februar, weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall jetzt am 11.11. Donnerstag. Das muss sehr interessant sein, aber es werden wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute da sein. Die Kathedrale von Palma wird extra schon um 7 Uhr geöffnet. Und wird dann ab 8 Uhr soll dieses Schauspiel losgehen. Das funktioniert allerdings auch nur, wenn die Sonne scheint. Und wenn sie nicht scheint, und das ist ziemlich unwahrscheinlich für den 11.11., dass es jetzt Topwetter wird. Die ganze Woche ist Regen angesagt, aber mal schauen. Regenwetter kann auch durchaus mal so aussehen wie jetzt gerade, dass die Sonne nämlich durch die Wolken schaut. Und das ist auch nicht, Entschuldigung, das ist ja auch nicht ganz so schlecht. Ich glaube, das heißt El Milagro oder so ähnlich. El Milagro, dieses Schauspiel, was die Natur uns bietet. Also schon nicht schlecht, das Ganze. Da können wir uns drauf freuen. Ob ich zu der frühen Zeit dabei war, weiß ich nicht. Morgens beginnt mein Tag ja trotzdem sogar noch früher. Aber dann auch mit Büroarbeit und wie man weiß von den letzten Tagen, da komme ich doch manchmal sehr schlecht raus. Und das sind lange, lange Tage, auch am Wochenende von morgens früh bis abends spät. Mal sehen, was geht. Aber auf jeden Fall soll es mit Berichten wieder so ein bisschen vorangehen und so ein bisschen, ich will euch ein bisschen mehr beglücken. Aber es gibt immer mal so Phasen, dann geht's halt nicht. Und dann ist die Arbeit einfach so wichtig, weil damit verdiene ich Geld und ohne Geld ist eben nichts los. Ja, und dann soll am Ende November, am 26. ein neuer Dance Music Club an der Playa de Palma eröffnet werden, in der Bierstraße. Der soll zunächst erstmal nur freitags und samstags öffnen. Das ist auch schon schwer genug, hier klarzukommen, freitags und samstags, weil so viele Menschen sind ja doch nicht da. Er heißt Music Dance Club oder so und der befindet sich dann in den Räumen des ehemaligen Karussells und soll circa 400 Leute beherbergen können. Dann werden die Leute wahrscheinlich schon dicht an dicht dort stehen müssen oder tanzen, wie auch immer. Und mal schauen, wir werden da dort mal vorbeigucken und dann mal sehen, was da so los ist, wenn das soweit ist. Hallo. Und werden wir berichten. Ja, was gibt's noch zu sagen? Das war's an sich. Es passiert nicht so viel. Wie gesagt, Corona ist nach wie vor das beherrschende Thema auf Mallorca und das ist ein bisschen schade, dass das so ist. Wir dachten da natürlich alle, dass das Thema uns mal so ein bisschen loslässt und nur die Skeptiker haben befürchtet, dass es im Herbst, wenn die Temperaturen runtergehen, eben doch wieder ein bisschen schlechter wird. Und nun hoffen wir aber, dass es nicht so schlecht wird. Man zuckt ja, wenn man Nachrichten hört, immer wieder so ein bisschen zusammen. Und das wäre mal schön, wenn man mal was Positives hätte, ne? So wie diese Bilder hier vielleicht im Hintergrund. Ich werde heute noch versuchen, ein Video noch zu drehen und eins einzustellen, so auch. Und hoffe, dass euch das ein bisschen ablenkt und dass ich damit ein bisschen positive Energie von Mallorca senden kann. Das wäre natürlich ganz, ganz schön. Und ja, ansonsten gibt's nichts mehr zu sagen. Das waren so knapp 15 Minuten. Das Wesentliche. Ich hoffe, ihr freut euch und ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin gewogen. Auch wenn mal nicht jeden Tag ein Video kommt und ich hoffe, alle Neuankömmlinge machen nicht nur den Daumen nach oben hier, sondern unterstützen mich mit dem Abo. Das wäre mal eine tolle Sache, würde mich sehr freuen und durchaus sehr, sehr nützlich. Wäre eine super Community hier, wenn sie noch ein bisschen größer werden würde. Und wäre für alle gut. Je mehr das da vorangeht, desto besser ist es für alle und desto mehr
ja, Fahrt nimmt das Ganze auf. So sage ich es mal. Ja, vielen, vielen Dank erstmal, wenn ihr möchtet. Das möchtet ihr bestimmt, werde ich hier noch einmal einen Schwenk machen. Und werde so das Video beenden und nicht einfach so erzählen, wo ich bin, auf der weißen Wand. Bank an der weißen Wand. Nein, ja, und der Wand ist hier auch, die weiße Bank von die berühmte, die versteckte von Pagera, die viele Leute seit Jahren nicht gefunden haben und auch immer noch nicht finden, einige. Und da werden wir nochmal jetzt einen kurzen Schwenk machen und ich werde aber, wie gesagt, ein schönes Video noch versuchen kurzfristig einzustellen und euch diese Zeit und die Tage zu versüßen. Denkt an was Schönes, denkt an, seid positiv, ja, so wie ich auch. So viele Leute sind im Moment ein bisschen down, das muss nicht sein. Tut was, was euch gut tut und das ist auch nach Mallorca zu schauen. Wenn man nicht möchte, kriegt man von all dem hier gar nichts mit. Und ja, das Wetter wird die nächsten Monate natürlich nicht besser. Bis Februar wird so in diesem Bereich bleiben oder vielleicht auch noch mal ein bisschen kälter werden. Und dann geht es wieder langsam bergauf. Und ja, aber ihr werdet das ja sehen und ich werde es dann und wann in den Videos natürlich darstellen. So, jetzt mal einen Schwenk hier. Und da habe ich gesessen. Schade, dass sie so vollgeschmiert ist. Ich habe schon mal überlegt, wenn ich ein bisschen Zeit hätte, würde ich mal einen Eimer Farbe kaufen. Und das mal hier ein bisschen verschönern. Ja, ein bisschen schade, ne? So wie es da so aussieht. Ja, und dann liegt hier noch so Dreck rum. Schade. Aber sonst, Mallorca ist echt sauber, also echt toll. Schaut euch das an, diese Landschaft hier, bildschön, bildschön. Viele haben mir ja geschrieben, sie wandern hier gerne. Ist das nicht irre? Traumhaft. Also immer wieder, eben kamen ja auch wieder Leute vorbei hier. Man ist dann doch nicht so ganz allein hier. Und ja. Herrlich. Hier oberhalb, das befindet sich in La Romana, oberhalb des Happy Max. Das Happy Max hat natürlich auch nicht mehr so viel Betrieb im Moment, wie man sich denken kann. Und wenn man es dann einmal gefunden hat, findet man es auch immer wieder. Aber hier ist sogar schon was rausgebröckelt. Bisschen schade. Also wenn man Zeit hat, ein Eimer Farbe, ein bisschen Spachtel hierher zur weißen Bank und sie ein bisschen aufhübschen. Ja, vielleicht schaffe ich das mal irgendwie. Ich hoffe. Also das soll es jetzt gewesen sein. Das Meer ganz ruhig. Windgeschützt, weil der Wind, von wo kommt er denn? Ablandig. Ablandiger Wind. Und einfach traumhaft. Bin mir sicher, die Sonne, die wird heute noch ein bisschen mehr scheinen. Das waren die News von Mallorca aus Pagera mit den Wetternews, den aktuellen Wetternews von Mallorca. Ja, bleibt positiv und es geht immer bergauf. Ich sage vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei diesen etwas ungewöhnlichen News. Sonst mache ich sie immer gerne von drinnen, aber heute mal von draußen. Ich hatte das dringende Bedürfnis, rauszugehen. Und das muss jetzt auch wieder ein bisschen mehr werden. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich sage tschüss, adios und bye bye, euer Jörg.